So, hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Tatooine, das Wüstenräumkommando. Eine Zelle der Rebellen und die Sandleute von Tatooine behindern unsere Suche nach den fehlenden Druiden. Löschen Sie alle Rebellen und Tusken im Sandmeer aus, nehmen Sie sich vor der Sala-Grube in Acht. Vor der Sala-Grube werden wir uns wirklich in Acht nehmen müssen, weil das ist ja das Ding, das Boba Fett auffrisst und, also wo wer den sechsten Teil gesehen hat von Star Wars, und das wollen wir natürlich nicht, dass das mit uns passiert. Und ich zeige euch direkt eine ziemlich clevere Taktik hier in der Map. Erst muss man schauen, dass man hier so ein Ding erwischt. Verwischt, naja, Schweizerdeutsch. Dass man so ein Ding kriegt, erwischt, wie auch immer. Dann hier runterkommt, ohne zu sterben. Dann die da oben alle wegpratzt, ohne zu sterben. Das war jetzt eigentlich sehr schlecht von mir. Was? Oh Mist. Das war nicht nur ein bisschen schlecht, das war sogar sauschlecht. Ja, oh, Hölle. Toll. Gib mir den Speeder. Alter, du Arsch. Meiner. Blöder. Ach, wurscht, Tatsache weg. Lass mich in Ruhe. Nein! Wow. Ah, ich hasse diese blöden Piloten. Feindliche Truppen haben einen Kommandoposten eingenommen. Headshot. Ich würde mich nicht wundern, wenn das der Pilot wäre, der mich vorhin gekillt hat. Nein! Welcher Pfosten hätten da eine Nade runtergeworfen? So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen mehr auf die Minimap achten, sonst wird es hier unten ein kurzes Vergnügen. Da. Ich muss kurz schneiden. So, da sind wir auch wieder und es geht direkt weiter. Ich muss mich entschuldigen, meine Maus, habe ich gerade gemerkt, ist ein bisschen kaputt, also... Wenn ich ein bisschen sinnlos in der Gegend rumschieße, ist es genau die linke Maustaste, die hängt. Also daher nicht wundern. Sie geht irgendwie so viel komisch strenger zum Runterdrücken. Das ist ganz seltsam. Na, wie auch immer. Davon lasse ich mich jetzt nicht aufhalten. Und von einem Piloten, der von da hinten schießt, sowieso nicht. Stirb. Und die haben inzwischen hier unten natürlich wieder alles eingenommen. Und meine Jungs kommen ja schon überhaupt nicht auf die Idee, das wieder zurückzunehmen. Kein Wunder. Toll, wirklich. Ich muss sagen, KIs in diesem Spiel überzeugen mich ein ums andere Mal nicht. Alter. Lass mich einfach in Ruhe, Gott verdammt. Ah! Mist. Das war wieder einer von den nicht gehenden Klicks, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich hasse Piloten, ich hasse sie. Alter! Wieso killt er mich so schnell, nur weil er mir ins Bein schießt? Das
meine Maus wieder heile? Nee, doch nicht. Zu früh gefreut. Naja. Minen an diesem Punkt sind ja wohl eine ziemlich dumme Idee. Wer hat da andauernd diese Recons gerufen? Das ist ja schrecklich. Irgendwie gibt es bei dem Imperium nur, dass die dunkle Truppe als einzige bessere Truppe hier. Mit der werde ich dann ab der nächsten Map zocken, aber sonst ist hier wieder nur der Trooper empfehlenswert in solchen Fights. Alle anderen machen einfach zu wenig Damage. Oder haben zu wenig Munition. So, schalten wir mal die Türme aus und die Raketentruppen. Sonst geht unser ATT schnell down. ATT? ATST heißt das Ding. Und da war er auch schon weg. Keine Muni mehr. Toll. Oh shit, oh shit. Gib das Ding her, aber schnell. Sind die dumm. Sich so einen Speeder nicht zu nehmen, ist ja beinahe schon ein Verbrechen. Komm her, Tuski. Lol, gewonnen. Am Schluss hat es noch ein bisschen gelaggt, aber naja, ich werde mal schauen, ob ich meine Maus fixen kann. Und bis dahin zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen, Leute.